Er schaut einmal zu den anderen, zu Everdaios, Vasha, Yala. Ergänzung? Nein, Leutnant Ramirez hat das hinreichend gut ausgeführt. Und von dem Kopfgeld wisst ihr ja sicherlich bereits. Er nickt wieder, ohne eine Miene zu verziehen. Drego von Angenbruch holt dann einen Steckbrief heraus und den könnt ihr euch dann einmal betrachten. Es ist eine sehr, sehr grobe Skizze, aber ihr seid, ja, wenn man weiß, wer ihr seid, seid ihr zu erkennen für jemanden, der euch nicht kennt. Ja, sind halt Leute. Natürlich ist es sehr markant, dass dem sehr aufgeschlossenen Mann ein Auge fehlt, das wird von wohl Jalan sein. Die Größen passen ungefähr. Bei Wascher ist einfach nur ein Schatten zu sehen, also eine weibliche Person, die gesucht wird. Man hat auch die Namen auf diesem Steckbrief notiert, also Aurelio oder Jalan. Alrik ist gesucht und ich muss gerade überlegen, Jalakin. Also diese Namen sind notiert, die werden aber auch, es wird wohl gesagt, dass das nicht die richtigen sind. Yalan ist auf alle Fälle als Anführer zu erkennen und auf ihn ist eine Belohnung von 100 Dukaten ausgesetzt. Für die anderen werden jeweils 20 geboten und wenn ihr lebend geschnappt werdet, noch einmal 5 Dukaten mehr. Das ist ja fast beleidigend. Gut, dass ihr Anführer wart. Jetzt Rodrigo zwinkert dir zu. Oh, keine Sorge, wenn ihr weiter gegen sie vorgeht, dann wird dieses Kopfgeld sehr, sehr schnell steigen. Eure Exzellenz. Ich habe eine Botschaft empfangen. Und nicht von meinem Herrn, aber von den Anderswältigen, als ich einmal unter den Wellen versank. Es wird in der Tat dazu kommen. Sie bereiten einen Angriff vor. Nicht nur hier in der blutigen See. Ganz Aventurien ist das, worauf sie es abgesehen haben. Torval wird als einer der ersten fallen. Zumindest, wenn die Pläne, die sie mir gezeigt haben, stimmen. Die Zyklopeninseln werden restlos verschluckt. In Havena wird sich ein, ich habe es mir erklären lassen, ein Riss im Limbus oder so wird sich auftun. Und dann wird Bahamut selbst erscheinen. Zumindest haben sie mir das gesagt. Wer ist sie? Einer mit drei Hörnern. Einer, der im Dienste der, nun, ich weiß es nicht, der tiefen Tochter steht oder dem Herrn der Ungeheuer selbst. Es ist fast unheimlich, wie still und unbewegt Dextra Nemrod da sitzt. Hört sich das genau an. Du kannst aber links hören, dass die Magier, die beiden mit den Stäben, eben waren sie noch sehr unbewegt. Jetzt kannst du sehen, wie sie wohl rascheln und kannst leises Geflüster hören. Oder stellst du es dir nur vor? Die anderen können zumindest nichts hören. Aber Fatayos hat ganz kurz das Gefühl, dass sie sich unterhalten. Wenn es gerade still ist, dann sagt noch Rodrigo, Exzellenz, es gibt noch eine Sache, die Sie vielleicht wissen sollten, die Sie nutzen können. Die versunkene Okuri, in Kuntium hier auch als Okuri bekannt, aktuell liegt das Schiff gerade vor Anker im Seehafen, ist eine Schmugglerlorcher, die schnell mal den Namen wechselt und für Geld Leute und Material auch in die schwarzen Lande bringt. Sollte man gegen sie verwenden können im Notfall und am Ende sie abschießen können, sobald man sie nicht mehr braucht. Ich möchte ganz ehrlich sein. Wir hatten vor einiger Zeit weitere solcher Visionen, Prophezeiungen von mehreren Tempeln, von mehreren Effort-Geweihten, die zu uns sprachen. Sie berichten Ähnliches. Einige Swafnir-Geweihte, die aus Torval berichten, andere, die aus Al'Anfa berichten.
Weitere aus Festum über den ganzen Kontinent verteilt. Allerdings nur wenig. Niemand zusammenhängt oder so viel. Wir haben Grund zu der Annahme, dass sich die Niederhöllen, die blutige See, erheben will. Ich habe viele Kämpfe, die ich führen muss, nicht nur die in dem Perlenmeer, sondern auch noch an der Trollpforte und über Beilung in die Varunkai hinein, in Richtung Yol'Gurmak. Ich muss bereine Pforten unterstützen. Ich habe eine ganze Menge. Und ich würde mich freuen, wenn ich auf die Expertise der Helden weiter zugreifen kann. Ihr habt euch als Agenten auf alle Fälle als würdig erwiesen. Nicht nur indem ihr das Brandöl der Seeadler von Beilung überantwortet habt und diese den Kampf gegen die blutige See weiterhin führen kann, sondern dass ihr euch freiwillig gegen die Heptarchie gestellt habt und euch gegen die Männer von Hafax gestellt habt. Dass ihr mit Bohrern von Bord gegangen seid und einmal quer über die Giftinsel marschiert seid. Wenn ihr also gewillt seid, würde ich euch gerne weiterhin für Aufgaben einstellen. Rodrigo sagt ganz überheblich: Ich bin bereit. Ich habe auf Maraskan zu viel getan, um jetzt einfach wieder zurück nach Hause zu gehen. Eine Frage, die mir nicht gestellt werden muss. Rodrigos Blick bricht sich einmal ganz kurz und dann zuckt der Kopf rum und man schaut Wascha an. Die sitzt da völlig baff, keine Ahnung, was überhaupt passiert. Guckt die nur an. Muss ich dazu auch was sagen? Ich meine, ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne die Leute nicht, ich war da nur durch Zufall. Und gibt es überhaupt eine Belohnung dafür, dass wir das Zeug da rausgebracht haben? Das Guckt mal rechtschaffene so in die Tun Runde. ist das rechtschaffene Tun ist vor den Göttern Belohnung genug. Das füllt aber meinen Bauch nicht. Ich bin eine einfache Gauklerin. Ich brauche was zum Leben. Ich habe kaum noch Sachen und fast alles ist kaputt gegangen dort durch die Hitze. Und wie soll ich morgen den Tag überstehen? Jetzt werde ich auch noch irgendwo gesucht und ich weiß nicht, ich guck ein bisschen verzweifelt zu Rodrigo rüber. Überfordert mit der gesamten Situation. Rodrigues Lächeln ist schon er hat schon so ein leichtes, freundliches Lächeln auf den Lippen gehabt, als er gesagt hat, das füllt nicht deinen Bauch. Und Rodrigo nimmt dann deine Hand. Ihm ist gerade egal, ob wo Dexter Nemrod anscheinend sitzt. Das ist kein Thema. Du musst dich für die wichtigen Dinge entscheiden. Geld werden wir bekommen. Mit unseren Fähigkeiten ist es kein Problem, an Geld zu kommen. Aber mit unseren Fähigkeiten, etwas anzufangen, was Großes bewirkt, so etwas wie das Endurium zu stehlen von Dämonenpaktierern und Bündlern, um es Dexter Nemrod zu geben. Diesem Mann, der da vorne sitzt, der damit Gutes tun wird. Er wird seine Kirchen weiterleiten oder er wird daraus Waffen schmieden lassen, die Heptarchen persönlich stürzen. Das ist etwas, diese Gelegenheit bekommt man nicht allzu häufig im Leben. Aber, und jetzt kommt das Aber, was ich sagen will, ich finde, dass du etwas Gutes verdient hast. Und zwar eine schöne Belohnung und ein schönes Leben. Ich weiß nicht, ob das Leben aufs Spiel setzen etwas ist, was du tun willst und wofür du glaubst, dass das das Richtige ist. Das kann ich nicht beurteilen. Für mich ist es das leider. Ich hätte dich gern dabei, aber ich. Nun, wir werden selbstverständlich niemanden zwingen, denn der Zwang ist etwas, was unsere Agenten nicht loyal hält. Selbstverständlich werden wir auch gut bezahlen. Wir füllen die Bäuche, und zwar nicht nur von unseren Agenten, sondern von quasi jedem, der für uns arbeitet, ob er nun Agent oder nicht ist. Niemand soll hier mit Verzweiflung kämpfen. Man soll gegen die Verzweiflung kämpfen, gegen die Heptarchien, aber nie mit ihr. Wenn ihr also ablehnt, obwohl ihr euch bewiesen habt, so verstehe ich das, denn der Kampf gegen
Solche Dämonenpaktiere ist nichts, was einem einfach so in die Wiege gelegt wird. Wenn ihr also ablehnt, werde ich euch selbstverständlich bezahlen, euch Dank entgegenbringen und dann könnt ihr euch euer ganzes Leben zurückziehen. Ob das irgendwo in Baburin ist, in Fasar, in Punin, in Gareth. Es soll auf alle Fälle reichen. Ihr bekommt ein kleines Haus und den ewigen Dank der Kaiserkrone. Was sagst du, Boscha? Ich weiß nicht, das ist ich. Die Gefahren werden nicht minder. Die Gefahren werden mindestens genauso unangenehm wie das, was du jetzt in Ofmaraskan erfahren hast. Es wird nicht besser. Es wird erst dann besser, wenn wir Erfolge erzielen. Kann ich mir das überlegen? Kann ich da eine Nacht drüber schlafen? Ich meine, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht und euch kannte ich bis vor ein paar Wochen auch noch nicht. Und eigentlich war ich auf der Reise zu meiner Familie, also eigentlich nicht, aber doch irgendwie schon. Ich meine. Was sehr verwunderlich ist, ist, du hast zwar deinen Namen gesagt, aber naja, dass du in Baburin wohnst oder gewohnt hast, das hast du niemals gesagt, aber er weiß es wohl. Woher weiß er das denn? Ja, das wird wohl ein Mysterium bleiben. Nee, aber sagt das gerade jetzt zu mir oder was? Nee, also Ich das ist muss so ja das, auch was du nichts weiß. feststellen kannst. Ach so. Okay. Der sozusagen der ersten Ort, den er genannt hat, von den Orten, die er aufgezählt hat, war Baburin. Ach Und da so. Baburin wahrscheinlich für uns alle keine Bedeutung hat, außer für dich, war natürlich in dem Noch nie Moment, wo er dich gehört. angesprochen hat, war das sozusagen für uns einfach nur Ah. sozusagen eine Ortsaufzählung. Also, ja, Alan hat das natürlich schon gehört, weil er da ein paar Heilige von kennt, aber für alle anderen ist es halt ein Ort von Millionen. Ihr habt auf Maraskan mehr, viel mehr Mut bewiesen, als von jemandem in eurer Lage zu erwarten geworden wäre. Ihr wollt es doch wohl jetzt nicht wegwerfen und euch gemütlich zur Ruhe setzen. Denn die Eptarchen schlafen nicht und sie setzen sich auch nicht zur Ruhe, bis wir alle tot sind. Mein edler Herr, ja. Den solltet ihr die Entscheidung überlassen und ihr nicht ins Gewissen reden. Das ist eine Sache, den muss jeder aus freien Stücken wählen. Ich denke auch. Vielleicht ist sie einer der Menschen, die wir beschützen müssen und nicht einer der Menschen, die den Krieg führen müssen. Denn die Götter haben uns alle unterschiedliche Stärken gegeben. Ihr habt eine Nacht zum drüber schlafen gefordert und die sollt ihr bekommen. Ihr dürft auch mehr bekommen. Ruht euch aus, Bezahlt ihr erholt das euch von. Bett? Guckt ihr nochmal an. Ja, er lächelt nicht. Ehrlich. Du weißt doch Man nicht, ob dürfte er das das. ja auch Du ansehen, ne? Nicht weißt doch spielen nicht, ob er dürfen. das lustig fand. Ja. Aber du kannst sehen, wie auf der anderen Seite Drego Angenbruch, dass sein Mundwinkel kurz verzieht, aber er versucht dann auch bemüht, keine Regung zu zeigen. Kriegt er aber nicht hin. Rodrigo kann auch sich nicht beherrschen und grinst auch leicht. Ihr habt eine Nacht erbeten und die sollt ihr bekommen. Ihr dürft auch mehr bekommen. Erholt euch von Maraskan, den Anstrengungen, nicht nur von der Heptarchie, der Fürstkomtureihe, sondern auch von dem Golf von Perikum, der blutigen See und das, was ihr erlebt habt. Wir werden auf euch zukommen. Können wir euch Danke, endlich Onkel. das Enduring übergeben? Schaut Rodrigo ihn an und sagt das wirklich bitter ernst. Er nickt, wieder keine Regung. Wir werden es selbstverständlich der Kirche überantworten, nach dem Konkordat, was wir gemeinsam mit dem Kaiserhaus eingeführt haben. Rodrigo macht den Rucksack auf und fängt an, den ersten Andorium-Brocken rauszuräumen und schaut sich um, wer das wohl anscheinend entgegennehmen will von seinen vier Helfern. Drego. Ach, Drego selber war Ja, das. klar. Ja, da gibt man das Drego. Den ersten, den zweiten, den dritten Brocken. Ja. Das war's, mehr habe ich nicht. Macht den Rucksack zu und man sieht, wie Rodrigo wirklich ein bisschen im Sessel versinkt beim Ausatmen. Ich kippe einfach meinen Sack auf den Tisch aus. Ja, ich vermute, ihr werdet dann nach und nach das gesamte Endurium abgeben. Wascha, mach jetzt keinen Scheiß. Guckt ihn nochmal an und greift dann aber auch ja, ins Hosenbein und holt es raus, was er mit dem, ja, mit so einem Lederriemen festgeschnürt hat. Also gut, habe euch eingestellt, Buron, wir haben es jetzt Firon, das war damals der 22. Wir haben zwar heute noch nicht den 20. Firon, aber ich werde euch trotzdem für 60 Tage, für 2 Monate bezahlen.
Ich veranschlage für eure Leistung jeweils 2 Dukaten am Tag. Er schaut dich an, Rodrigo. Das ist grundsätzlich richtig, aber dazu kommen noch einige Rechnungen, die ich geschrieben habe. So, so. Dann werde ich euch bezahlen, und zwar angemessen. Ja, ihr könnt Drego die Rechnung geben und wir werden euch dann entlohnen. Wie gesagt, wenn ihr euch dem Kampf in der blutigen See anschließt, dann soll es euer Schaden nicht sein und wir können mit mehr als Dukaten bezahlen. Unter anderem gibt es ein kleines Kontor, etwas weiter im Süden von hier im Seehafen, was wir euch überantworten können. Es befindet sich etwas südlich vom Zeughaus Störrebrand. Wenn ihr mögt, könnt ihr also in diesem Kontor operieren. Gerne. Jalan, ihr seid bisher kein Agent gewesen, allerdings werde ich euch ebenso bezahlen. Und da ihr Anführer dieser Gruppe wart und euch bewiesen habt, er wird ein bisschen was rechnen und dann schiebt ihm Drego von Angenbruch einen kleinen Zettel rüber. Ich werde euch 300 Dukaten geben. Ich neige mal den Kopf. Vielen Dank, ich weiß sie zu schätzen. Und werde natürlich dafür sorgen, dass die gesamte Mannschaft kampfbereit bleibt. Wenn ich euch um eine Sache bitten dürfte. Ja. Ihr sprach davon, dass ihr Dinge in Piranha-Furten zu organisieren habt, wenn es euch doch möglich ist, mir einige Nachrichten von dort zukommen zu lassen. Auch das soll selbstverständlich in unserer Möglichkeit sein. Vielen Dank, Eure Exzellenz. Guck ihn mal fragend an. Mich wie lange habt ihr für uns gekämpft? Guck Rodrigo an. Zelttag. Wann waren wir ein Zelttag? Genau, lasst mich überlegen. Währenddessen schiebt Drego von Angenbruch Ephadaios einen kleinen Zettel hinüber. Es ist wohl ein Schein der Nordlandbank. Darauf verzeichnet 420 Dukaten. Ich habe einen Vertrag mit Kapitän Ratarai Sanin. Habt ja. ihr die, habt ihr diesen bedacht? Nun, ich habe euch jetzt bezahlt für 60 Tagessätze. Ich vermute, dass Ratarai Sanin euch nicht bezahlen kann, nicht bezahlen will. Er ist selbstverständlich ein Ehrenmann und tut dies, wenn ihr einen Vertrag ausgehandelt habt. Aber da ich weiß, dass es ihm oft an Geld mangelt und er in den verschiedensten Häfen viel Geld ausgeben muss, um seetauglich zu bleiben, würde ich mich freuen, wenn ihr das Geld von mir annehmt und nicht von ihm. Das verstehe ich. Ja. Wosch ist am 11. Sinne zu uns gestoßen. Bitte bedenkt auch, dass wir noch Schulden beim Pix-Tempel haben. Die ich jetzt für euch begleichen soll? Ich weiß nicht, die anderen sagten, ihr könntet da etwas regeln. Unsere Exzellenz war großzügig genug, uns mit genug Geld auszustatten, dass wir dies selbst tun können. Bedenkt die Zinsen, die sind leider etwas höher als erwartet. Guckt ziemlich rot im Gesicht auf deine Hände. Ja, du merkst, Dexter Nemrod lässt sich wie immer nichts anmerken. Sein Mundwinkel ist einfach nur ein Strich. Drego von Angenbruch schaut allerdings etwas säuerlich und schiebt dir dann einen Zettel ebenso von der Nordlandbank hinüber mit 80 Dukaten. Zettel habe ich noch nicht erhalten, ne? Nee. Weil ich habe gesagt, ich habe noch Rechnung. Ja, genau, du kriegst keinen Zettel. Das heißt, ich krieg jetzt 80 Dukaten, oder was? Richtig. Und Rick hat sich derweil vielleicht ein kleines ein Papier geschnappt, wenn man es irgendwo gekriegt hat, und einen Kohlestift.
und hat angefangen, einige Dinge aufzuschreiben. Ja, mach mal. Ja, das hat er aufgeschrieben. Also OT Frosty, kümmert er sich jetzt trotzdem drum oder muss ich 80 Dukaten damit verrechnen mit meinen Zinsen, Schulden im Fextempel? Du kannst dir das mit Evadarius aussuchen, wie du das machst, aber OT kann ich dir sagen, dass er sich da nicht drum bemüht. Okay. Also das war ein Ding, was du jetzt mit ihm, mit dem Fexgeweihten ausgemacht hast und er wird da nichts weiter tun. Ach, keine Sorge, du hast das doch ausgemacht im Namen von Evadarius, also das ist doch das seine stimmt, Schulden. Das stimmt. Stimmt. Vor allem ist es ja für die ganze Gruppe gewesen, sonst wären wir alle nicht rübergekommen. Ja, also überleg dir das, ob das nur Evadarius bezahlt oder du und Evadarius, weil du da eben jetzt falsch spielen wolltest, oder ob das eben aus der Gruppenkasse bezahlt wird, wenn ihr eine aufmachen wollt. Überleg dir, ob ihr irgendwelche Schulden habt, die ihr zurückbezahlen muss. Eure Kleidung stinkt, ihr braucht neue Schwerter, neue Ausrüstung. Und ja. Wenn noch etwas ist, besprecht dies gerne mit meinem Adjutanten, dem Hauptmann von Angenbruch. Ihr werdet ihn finden bei der Stadtwache. Damit verabschiedet er sich, ohne auf eine weitere Begrüßung oder etwas zu warten. Dexter Nemrod steht einfach auf und geht. Man reicht dann Drego von Angenbruch den Zettel rüber mit dieser kleinen Notizen. Dann müsst ihr, denke ich, berechnen können, was ich bekomme. Ja, dir wird dann nach einigem, du kannst sehen, wie er etwas durchstreicht, er zerreißt dann einen kleinen Zettel und wird dir dann einen neuen Schein der Nordlandbank geben mit 240 Dukaten darauf. Und schau dir an, Dankeschön. Ja, mit Printigian werde ich das, ich werde ihm nochmal zeigen, wie viel er nochmal bekommt. Da gibt es ihm selbstverständlich auch nochmal eine kleine Besprechung. Aber da er jetzt gerade nicht da ist, wird das ein anderes Mal. Und Kasim wird natürlich ebenso bezahlt. Die anderen Söldner werden bezahlt, also die wird er nach und nach dann aufspüren. Ich hoffe doch mal, Myria kriegt ein Handgeld. Ja, Myria, da kannst du eben auch nochmal irgendwie bei Drego sagen, hier bezahlt mich für die Knappen oder die Knappen bekommt selber was oder so. Aber nach und nach kommen dann eben auch die anderen Leute irgendwann in diesen paar Wochen, die ihr dann in Kontium seid, ihr Handgeld. So, und wir werden dann beim nächsten Mal sehen, wie das Kontor aussieht, ob ihr sonst noch irgendwelche Gefälligkeiten der KGA bekommt. Sowas wie neue Waffen müssen eingekauft werden, neue Rucksäcke, neue Kleidung, Schneiderwerkzeug, was auch immer ihr braucht, aber dann könnt ihr euch in Kontium umsehen, Tempel besuchen, vielleicht beichten, beim Chortempel vorbeischauen, aber was auch immer ihr tut, wir werden das beim nächsten Mal erfahren.